Im gegenwärtigen Kontext der Pandemie sind die wichtigsten Verkäufer in Kamerun diejenigen, die die Maske, die Seife und Eimer sowie Covid-19-Inputs verkaufen. Es gibt die staatlichen Strukturen, wer tut in der Verteilung von Arzneimitteln. Aber sie sind sehr unzureichend. Wichtig ist, pharmazeutische Produkte für arme Bürger zugänglich zu machen, indem eine Grundlage für diese kostengünstigen Produkte geschaffen wird, um die Probleme von Pandemien wie der Corona besser zu lindern.